Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Visage. Wir haben übrigens beim letzten Mal ja das Spiel weitergezockt und wir mussten einige Rätsel bestehen, die wir natürlich mit Bravour überwunden haben. Und jetzt bin ich gerade dabei, hier aus diesem Labyrinth zu entkommen, denn wir stehen übrigens kurz davor, Dolores Chapter abzuschließen. Ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, wie man das hier durchlaufen kann. Ist wirklich gar nicht schwer, denn die Musik ist nämlich ganz wichtig. Da muss man zuhören. Und solange man das beachtet, funktioniert das auch. So, das habe ich auch wieder mal nur durch Zufall erfahren. Soppi. Ach ja, hier. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, den Weg, den ich da genommen habe. Und gleich wird's verdammt tricky. Wir stehen auch, wie gesagt, kurz davor, Dolores Chapter abzuschließen. Danach fehlt ja eigentlich nur noch Hakans Chapter. Und es gibt noch ein kleines Gimmick. Ich weiß aber nicht, ob das ein zusätzliches Ende ist oder was anderes. Aber das gucken wir uns, wie gesagt, an. Und jetzt müsste ich eigentlich gleich draußen sein. Genau, das müsste die Tür da oben sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Da guckt es in den Spiegel. Oder? Ja, das ist richtig. Ich habe mir nämlich so gedacht, es wäre nicht fair, euch den Weg halt überhaupt nicht zu zeigen. Und deswegen gucken wir uns das jetzt an. Also ich weiß noch ganz minimal, was gleich danach passiert. Und alles andere, was dann kommt, ist halt komplett blind. Ne? Das wird jetzt aber wahrscheinlich sehr makaber. Vor allem wieder diese Sicht, ne? Und guckt euch das an. Jetzt ist hier wieder diese komische Fleischmasse überall. Und dann diese Sounds, ne? Man muss ganz ehrlich sagen, die Entwickler haben es drauf. Also, die haben ja sich sehr viel von PT und Silent Hill abgeguckt. Und das haben sie sehr gut gemacht. Und ich glaube sogar ein bisschen was von Layers of Fear. So, Leute, die Stelle kennen wir. Da konnten wir da durchschmulen und uns diese Bilder anschauen. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich hier reingucken, ne? Oder durchgucken. Mal sehen, was passiert. Oh nee, Alter, dass ich die jetzt beobachte, finde ich aber nicht geil. Nicht, dass die gleich nackig durch die Gegend läuft. Weil dann müsste ich das nämlich über YouTube bearbeiten. Ja, hoffentlich nicht. Oh nee, das wird ein Jumpscare geben, oder? Oh, ich bin gerade erschrocken. Also, wir wissen ja Folgendes, dass Dolores ihren Mann umgebracht hat. Sie ist ja psychisch ziemlich labil gewesen. Und anscheinend hat sie das nicht verkraftet und danach Selbstmord begangen.
So, wir müssen jetzt mal übrigens was wegschmeißen, weil wir noch ein paar andere Dinge brauchen. Also Tabletten ist ganz wichtig und Feuerzeuge. So, noch einmal Tabletten und dann noch mal eben mal ein Feuerzeug, wenn wir es finden. Die Musik ist schon wieder sehr traurig. Oh, da haben wir ein Bild von Dolores und ihrem Mann oder Sohn. Uns fehlt eine verschissene Audiokassette. Habe ich doch noch eine? Nee, ich habe nur Bilder und das war's. Oh, ein Spiegel. Und eine Videokassette. Soviel ich weiß, übrigens muss man um. Ich weiß gar nicht, ob es übrigens Ende von Dolores Kapitel und damit hat sie sich dann endgültig aus diesem Leben verabschiedet. Genau. Aber jetzt gibt es gleich eine neue geile Sache. Hier steht, auch wenn du ein Kapitel abgeschlossen hast, ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Schau dich noch einmal im Haus um. Dort wirst du weitere wichtige Gegenstände finden, die dir neue Wege und Möglichkeiten eröffnen. Im Fortschrittsraum kannst du deinen Fortschritt einsehen. Du kannst aber auch ein neues Kapitel beginnen. So. Und jetzt, schätze ich mal, wird es wieder mal tricky. Oh ne, jetzt ist komplett Licht aus. Och nö. Geht Licht an? Nee. What? Ich müsste noch eine Audiokassette finden. So, es gibt nämlich, so viel ich weiß jetzt, wieder Gegenstände, die man halt entdecken kann, wenn man die jetzt verpasst hat. Wie zum Beispiel Bilderrahmen. Die brauchen wir. Ich weiß zwar nicht für was. Aber für irgendwas sind die definitiv nützlich. Ich habe mir nur aufgeschrieben, was man für einen Gegenstand berühren muss, um das nächste Kapitel zu beginnen. Ansonsten ist halt alles blind, ne? Ich weiß also genauso viel wie ihr. Aber sonst würde ich halt wieder ewig durch dieses Gebäude latschen und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. So, jetzt frage ich mich aber. Hier gibt es halt ein paar Sachen, wo ich nicht weiß, wie man die freischaltet. Außerdem brauche ich ein Feuer. Hier sind schon mal keine. Okay, warte mal. Ich weiß, dass es im Keller noch eine Möglichkeit gibt, sich umzusehen. Ja. Weil dort gibt es nämlich einen Weg, den wir uns, glaube ich, geebnet haben. Und was der genau macht, weiß ich jetzt auch nicht. What the f. What? No way. No way, Alter. Was bist du denn? Oh, nee, 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 nee. Guck nicht runter. Ich bin froh, dass wir übrigens das Chapter abgeschlossen haben. Von Dolores. Das ist nämlich ein bisschen sehr kacker gewesen. Och Mann, ey. Also da unten gibt es ein.
Da unten gibt es einen Gegenstand, den man berühren muss, um dann das nächste Chapter freizuschalten. Das wollte ich aber erst machen. Also den hier, ja. Das ist der nächste Gegenstand. Aber es gibt noch etwas, was ich unbedingt mal nachholen wollte. Also erstmal die ganzen Videokassetten hier reinlegen. Wir müssten eigentlich alle haben. Es fehlt eigentlich nur noch die hier drin. Wie gesagt, für was die da ist, ich weiß es nicht, ne? Jetzt Licht aus? Jetzt ist es auf jeden Fall an. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Also da geht es natürlich auch zum Keller. Ich gucke mich nur mal noch mal ganz kurz um. Ich überlege, war hier nicht noch irgendwo ein Feuerzeug? Hier. Wir brauchen definitiv noch eins. Pillen haben wir ja eigentlich genug. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendeinen Gegenstand brauchen. Aber den Vorschlaghammer sollten wir uns definitiv einpacken. Wo war denn jetzt der... Warte mal, mir fällt gerade was ein. Als wir in dieser Traumsequenz waren von Dolores, da war nämlich genau die Tür hier versperrt. Und die können wir anscheinend öffnen. What the fuck, Alter? Wo komme ich denn hier raus oder rein? Oh, ich habe kein Feuerzeug, ne? Zur Hand. Hallo? Nein, du sollst keine Pille schlucken. Ach ja, genau. Jetzt sind wir hier. Gut. Ich frage mich bloß, wo ich die anderen Bilderrahmen finden soll. So, warte mal, jetzt bin ich gerade am Überlegen, irgendwo hier hinten. Also die Bilderrahmen musst du übrigens hier reinpacken, das sind aber vier Stück an der Zahl und mir fehlen halt noch zwei. So, wo waren jetzt? Ach ja, hier war der Lagerraum. Die Kamera, glaube ich, brauche ich nicht. Hallo? Aber den Vorschlaghammer. Nur so. Falls wir den brauchen. Ich habe heute schon an so vielen Stellen gesucht. Ich weiß auch wirklich nicht, wo ich hier noch groß gucken soll. Wait. Da oben. Jetzt fehlt nur noch ein Rahmen. Dann sind die doch alle im Keller. Verstehe, warte mal. Da muss ich den letzten irgendwo finden. Die Frage ist jetzt, wo? Oh nein. Ja, das heißt aber, wir brauchen einen neuen Stuhl. Ich glaube, ich weiß, wo ich einen finde. Da will ich jetzt nicht unbedingt rein. Ihr wollt euch das nur mal kurz zeigen. Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht die ganze Zeit hier nur an einer Sache hängen. Also mir fehlt nur noch ein Bilderrahmen. Die Frage ist, wo könnte der sein?
Ach ja. Ah. Ich mal ein bisschen schneller, danke. Ich habe mich gefragt, warum hier ein zweites Ding von ist. Das hat seinen Grund. So. Jetzt brauche ich nur noch einen Rahmen. Wo könnte der sein? Ich vermute, der ist ja auch irgendwo im Keller. Irgendwo. Bloß wo? Einen haben wir da drin gefunden. Das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, wäre die Stelle hier hinten gewesen. Weil die haben wir auch gesehen. Aber ich das hier irgendwo ein Bilderrahmen ist und ich den eigentlich gar nicht mehr kriege. Warte mal, vielleicht ist ja auch irgendwo hier der letzte Rahmen. Nope. Oh ne, ich komme hier weg. Gut. Ich mache jetzt die letzte Runde und wenn ich den nicht finde, dann müssen wir das halt später machen. Weil Hakan Chapter ist, wie gesagt, nicht das letzte. Da gibt es noch was. Aber wo könnte der Rahmen sein? Und warum ist der versteckt worden? Für mich ergibt es halt auch keinen Sinn, ne? Jetzt kommen wir mich wieder nach oben, genau. So, das heißt, ich habe nicht gefunden. Scheiß drauf. Ein Feuer soll ich trotzdem mitnehmen noch. Ey, wo könnte denn noch ein Feuer sein? Die Bilder habe ich mir alle schon mal angeguckt. Ich meine, das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist halt, wenn du in den Keller reingehst. Da könnte rein theoretisch auch noch was sein. Also, wenn du weiter zu diesen... Ich weiß ja nicht, was es darstellen soll. Wenn du da reingehst, halt... Ich brauche nur noch ein Feuer und dann mache ich weiter. Ich finde halt überhaupt kein Feuer hier. Arsch. War hier ein Feuer? Ich finde halt kaum noch Feuerzeuge, ne? Was ist das denn da unten? Egal, scheiß drauf. Es gibt wahrscheinlich hier noch einen Geheimbereich, den man betreten könnte. Ich machen wir aber wenn nach Hakans Chapter, glaube ich. Ich beginne das jetzt einfach. Oh, nee. Beginnen wir einfach ein neues Chapter. Was soll schon passieren? Ja, komm. Die allsehenden Augen ist Rakans Kapitel, okay. Die Flecken sind weg. Flecken im Boden, waren die schon vorher? Wo könnte der Typ sein? Hier haben wir schon alles angeguckt. Ich glaube nicht, dass der hier oben beginnt, sondern vielleicht unten. Können wir mir eher vorstellen. Aber wo ist die letzte Kassette, Alter?
Da brauche halt auch schon wieder nur Feuerzeuge. Ich höre was. Hört ihr das auch? Ja, ist ja gut, ich komme schon. Da ist noch eine Tasche, da ist eine Jacke. Ach egal, scheiß drauf jetzt. Oh, da ist ein Stuhl. Ein Rollstuhl. Ah, da müssen wir uns reinsetzen, verstehe. What the fuck, Alter? Jetzt haben sie einen VHS-Filter draufgelegt. Das kommt ja mega geil. Ich kann schnell rennen. Hä? War hier nicht gerade noch... Kann es sein, dass sich hier gerade schon wieder die ganze Gegend geändert hat? Ja, natürlich. What? Und jetzt? Okay, verstehe. What the hell is wrong with this radio? What? What the fuck is this? It better not be what I think it is. Bastards. What is this? Who the fuck are you? Oh je, das kann's echt gut, ne? Also die Horrorstimmung ist definitiv gegeben. Aber was hat der da in den Händen gehalten? Okay, ich glaube, er geht in da lang. Da kann ich nichts machen. Don't you fucking move, I swear to God. Stop right there. Alter, what the fuck war das denn für ein scheiß Schatten?
Also ganz ehrlich, das könnte das nächste große Ding werden hier, das Kapitel. Ich weiß ja nicht, wo er lang ist, ne? Ich gehe jetzt einfach mal kurz nach oben. Kann ich eigentlich jetzt wieder hier irgendwo lang oder ist alles verschlossen? Ich muss auf jeden Fall... Oh Gott. Was ist das denn? Oh nee, was ist das denn? Hat es damit was zu tun mit dem allwissenden Auge? Kann ich da vielleicht gegenschlagen? Oh. Das ist auch wieder richtig schön abstoßend. Smith? Dr. Smith? Yes, sorry, I'm with you. I have the information you requested concerning the patient that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in. There are some minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. What? The police also interrogated the neighbor who called the police. She claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically. Seemingly searching for something. And what was he searching for? It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. I took a look at his medical background, and he's had really bad cases of... scopophobia. Exactly. Hmm. Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Of course. He'll be in the transit wing, room 323 until further notice. He seems agitated, so be careful. Thanks, Tim. Duly noted. What the fuck, ey? Also, dass sich die Kapitel so stark voneinander unterscheiden, ich find's ja mega, mega geil. Ich hab nix. Ich hab gar nix. Also, das ist definitiv kein normales Blut. Okay, wir sind anscheinend in ein Krankenhaus. Kann ich definitiv nichts machen? Call to employees. Code white in room 323. Code white in room 323. 323. Ist auch keine Snacks. Acht.
Alter, das ist schon wieder richtig krank. 303? 300. What? Hier ist schon mal nix. Okay. Ja klar, da möchte ich definitiv hingehen, ne? Ich muss auf jeden Fall, glaube ich, die andere Richtung, oder? Ne, jetzt müsste jetzt hier schon langsam zu 200 gehen. Oh. Da war ein Schlüssel. Raum 323. Gut zu wissen. Call to security. Code White. Emergency in room 323. Code White. Emergency in room 323. Don't you dare touch me, you fuck! Not giving us much of a choice here, sir. Whoa. Seize him and give him the sedative. No! Get off me! Fuck! What the fuck, Alter? Vielleicht würdest du mit dem richtigen Werkzeug die Wand einbrechen. Ja, denn also ein Besenstiel wahrscheinlich nicht. Warum kann ich auch überhaupt keinen Raum betreten? Zum Teufel? Da kann ich auch nicht lang. Ich kann auch nicht hier raus. Denn liegt da irgendwas, oder? Tür aufgegangen? Oh nee. Alter. Da haben wir ein Brecheisen. Alter. Es ist so großartig, Leute. Ich werde auch gleich ausmachen. Vor allem spielt es nicht nur im Haus. Das hat natürlich was. So, wollen wir mal interagieren. Das ist ein Schlüssel.
Oh nee. Alter, ich rechne jeden Moment mit einem Jumpscare. Was ist das? Besprechungsraum 3F. So. Oh, Entschuldigung. Also jetzt müssen wir zum Besprechungsraum. Fuck! Warum rennt er denn dem auch noch entgegen? Oh, Alter, ist das brutal! Ich wollte wegrennen, hat er gerade nicht gemacht. Ja, ich glaube, das gucken wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Weil, ja, mir reicht es. Na komm, lad mal. Damit ich speichern kann. Oder zumindest erstmal die Folge beenden kann. Sagen wir das erstmal so. Wir haben ja nun schon gut und gerne etwas über 5 Stunden gespielt. Ich glaube mal, wenn wir gut sind, sollten wir in weiteren 5 bis 6 Stunden durch sein. Hoffe ich doch. Gut. Ja, Leute, das ist der perfekte Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was immer. Bis dann und tüdelü.